Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier zu unserem Let's Play Prison Architect. Vielen Dank, dass du dir ja die Mühe machst und vor allem die Zeit nimmst, hier einzuschalten. Und ich würde mich an der Stelle sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wir sind bei unserem kleinen Projekt Einrichtung des komplett neuen Traktes, der ja doch ein bisschen größer geworden ist, als ich so in meiner ersten Fantasie mir hätte vorstellen können. Wir sind gerade dabei, die Bereiche hier einzurichten, wo die Gefangenen dann hinterher mit ihren Familien sprechen können. Ich mache diese Sachen hier mal weg, weil ich hier alles schon eingerichtet habe. Licht ist auch schon da. Das Einzige, was wir noch brauchen, sind Böden. Und bei den Böden habe ich mir überlegt, dass wir Folgendes machen. Wir müssen das vielleicht ein bisschen strukturieren. Die Frage ist, was nehmen wir hier? Also ehrlich gesagt, ich bin ja nicht der Freund von Teppich, ne? Also grundsätzlich nicht. Deswegen habe ich überlegt, machen wir vielleicht den Bereich, der für die ihr Besucher ist, den machen wir kariert. Damit folgen wir dann sozusagen der Logik aus unserem Todestrakt. So. Einmal konzentrieren, da. Ja, und die andere Seite, ich habe keine Ahnung, wie wollen wir die andere Seite machen? Das, wo soll ich das denn wissen, verdammte Axt? So, das hier machen wir alles in dem Milieu. Das hier müssen wir uns, das hier ist der reine Bereich für die Angestellten, ne? So, das heißt, hier sind auch schon Angestellten-Türen, hier ist eine Angestellten-Tür. Ich habe nur noch keinen Boden gelegt. Komm, dann machen wir den auch hier. Was machen wir denn hier? Hier machen wir weiße Fliesen. Das ist ja die Leichenkammer. Und das Krankenhaus kriegt auch weiße Fliesen. Der Flur müsste hier aber sozusagen reinreichen, ne? Also Flur geht immer vor. Und hier treffen zwei Flure mit unterschiedlichen Farben aufeinander. Da muss man, weiß ich nicht, da gibt es keine Regel für. Hier habe ich gesetzt, das habe ich alles gesetzt. Das ist okay. Okay, das ist okay, das ist okay. Also Böden sind hier schon mal vorbereitet. Die Todeszellen sind fertig. Wir haben immer noch kein Wasser. Also seit Wochen warte ich darauf, dass hier endlich Wasser gelegt wird. Gut, könnte daran liegen, dass ich noch gar nicht angeschlossen habe. Fussel ist so intelligent. Das ist unglaublich, dieser Mann. Komm, dann machen wir das aber so. Zack. Und dann müssten wir auch irgendwann mal Wasser bekommen. Ansonsten, wir haben schon viele Einrichtungsgegenstände. Böden müssen wir nochmal gucken. Vor allem fehlt mir hier immer noch so ein bisschen das Licht. Ist alles noch ein bisschen dunkel. Wobei Stromleitung habe ich schon mal gelegt. Da müssen wir mal gucken, warum die noch nicht in Betrieb sind. Wahrscheinlich, ja, hier fehlt noch irgendwas. Keine Ahnung. Das letzte ist immer in der Warteschleife. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, das kommt alles. Ne? Das kommt. It kommt. Das haben wir alles, das haben wir alles, das haben wir alles. Eingerichtet ist auch der Bereich. Die Zellen könnten langsam mal Böden bekommen. Wobei, hier bin ich, warte ich mal ab. Das ist ja der Autospeichern, jetzt hakt es wieder. Das ist ja der Trakt für die psychisch Kranken. Die müssen jetzt nicht unbedingt auch noch diese dackelkackenbraunen Dinger kriegen. Während die hier natürlich garantiert dackelkackenbraune Fliesen bekommen. Das wird so auf Dauer, wird der Begriff tatsächlich auch ein bisschen schwierig. So, warum geht jetzt der zweite Monitor aus? Weiß keiner. Aufnahme läuft, Ton kommt auch. Alles gut, okay, läuft. So, dann haben wir das. Jetzt müssen wir uns auch so ein bisschen um den Design, genau, den Design der Höfe kümmern. Da haben wir ja immer Betonplatten benutzt. Die haben halt einen besonderen Hof. Wir nehmen ja immer zweier Betonplatten, aber wir haben ja was Neues, ne? Wobei ich nicht weiß, ob ich das hier einsetzen will. Sollen wir sowas machen? Rotate, das wäre hier. Wollen wir das mal tun? Kackendreist. Also die hier auf jeden Fall. Also die kriegen in jede Ecke ein. Das sieht so aus, als wenn das die Ecke wäre. Ja, sie kriegen, ich gebe es ja zu, sie kriegen nicht in jede Ecke ein, weil
Alles klar, ne? Hier ist natürlich mit Eingang. Das ist wieder, aber egal. Das ist nicht so schlimm. Von drei Seiten werden die bewacht. Hier kommen die entsprechenden Wege hin. Komm, das machen wir mal ein bisschen breiter. So. Da müssen wir mal gucken. So. Komm, machen wir drei breit. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Also wir müssen mal gucken. Vielleicht muss hier noch eine andere Reihe hin. Dann machen wir hier auch noch mal drei. Müssen wir mal gleich gucken, wie das aussieht, wenn das gebaut ist. Ähnlich sieht es hier aus. Da muss auch mindestens ein Dreierstreifen hin. Drei. Und hier machen wir auch drei. Komm, seien wir nicht so geizig. Hier kommt drei. Drei. Das wäre 4, das machen wir nicht. 3. Also das müsste so ungefähr passen. Den Rest gucken wir uns an. Immer noch Wasserversorgung. Hier scheint aber schon. Nein, hier wird alles noch Rohre gelegt. Ich weiß nur nicht, wo sie gerade sind. Hier sieht es auf jeden Fall schön hell aus. Das ist doch toll. Warum putzt der hier? Ich habe keine Ahnung. Aber klar, ich habe ein Gebäude drauf gebaut. Das heißt, das Spiel weiß natürlich nicht mehr, dass das hier eigentlich alles noch ja, geschützt sein soll vor irgendwelchen. Hier läuft keiner rum, deswegen sehe ich hier nichts. Hier fehlt immer noch das Wasser. Da müssen wir uns aber Gedanken machen über die Böden. Ich nehme ja unheimlich gerne Metallböden oder Gitterböden. Was haben wir denn hier immer verwendet? Metallböden. Dann machen wir das hier weiter. Ist ja einzelhaft, ne? So. Die ganzen einzelhaft, wobei hier muss ich vorsichtig sein, die müssen ja gepolstert sein. Das alles, weil ich auch nicht weiß, wie das aussieht, ne, am Ende. Das muss alles mit Vorsicht passieren hier. Hier. Und hier. Und hier. Hier muss auch noch was hin. So. Sehr gut. Na, hier ist irgendwie alles noch nicht so richtig fertig. Hier müssen auch noch Flutlichtanlagen drauf. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich nehme das alles am Stück auf. Also bitte nicht wundern, wenn du sagst, oh, ich habe dir doch vor Tagen bei einer der Folge schon einen Kommentar geschrieben. Warum reagierst du da nicht drauf? Liegt einfach daran, dass es für mich immer noch der 8.2. ist. Das war der Samstag, morgen. Nee, das ist aber Kaffeetasse. Hier ist mein Tee. Und ich am Stück aufnehme, weil ich einfach gerade total im Flow bin. Und das hier gerne mal weitestgehend fertig sehen möchte. Ich gehe aber wieder auf Kommentare ein. Insofern hinterlass gerne schon mal einen Kommentar. Ich würde mir freuen. Ach, erstmal Tee trinken. Vor lauter Gelaber weiß ich da überhaupt nicht, was da los ist. Dann fangen wir mal an. Hier kommt eine Tür rein. Hier kommt eine Tür rein. Dann haben wir hier die Schmutzbefohlenden. Da arbeiten wir mit anderen Türen. Ne? Ihr seht, wir nutzen die Neuigkeit aus, dass wir farbige Türen haben. Große Gefängnistür rot. Es gibt leider keine in ganz rot. Das heißt, wir müssen hier einfach mit rot vorlieb nehmen. So, dann machen wir bei rot gleich weiter. Das heißt, wir haben hier eine große Gefängnistür. Hier haben wir wieder kleine. Jetzt müssen wir gucken nach unten. Und ich hoffe nach oben. Ich hoffe, dass das jetzt richtig rum ist. Weil das geht leider bei den Gefängnistüren nicht. Da kannst du das nicht so gut sehen. So, Schmutzbefohlene. Da kommt eine große Gefängnistür rein. Und hier habe ich normale Türen hingemacht. Warum? Weiß das jemand? Nö, ne? Ich weiß nicht. Irgendwie wollte ich da fertig werden, habe ich das Gefühl. Aber das ist natürlich Quatsch, weil da kommt doch eine große Tür rein. Fussi. Warum auch immer, aber da kommt eine große Tür rein. Und zwar in Grau. Ja, später mal irgendwann. So, das ist rot, rot, rot. Ja, weil ihr seht, ne, das sind normale Ausgänge und das hier sind Einzelausgänge, weil ich hier ja bei den Schwerstkriminellen überall, also sozusagen eigentlich vor jede Zellentür, einen Metalldetektor machen möchte.
Und dann fällt mir wieder ein. Hier und hier. Also hier kommt überall einer dran. Dann fehlt hier allerdings noch eine Wand. So. Und ich habe mit dem Strom dann nicht sauber gearbeitet, weil ich hier nämlich den Strom... warum springst du jetzt hier runter? Habe ich wieder irgendwas gemacht, was ich nicht darf oder was? Unglaublich. Ach so, ja, dann machen wir das eben so. Ist halt noch nicht gebaut, weißt du, da kannst du ja nicht verlangen, dass das läuft. Hier ist schon gebaut, hier ist noch nicht gebaut. Ein bisschen gebaut, nicht gebaut, man weiß überhaupt nicht mehr, wo man hier ist. Das ist ein großer Projekt. Ist aber auch wirklich groß. So. Die kommen nicht, habe ich nicht gesagt, die kommen mit dem Wasser nicht hinterher? Sag ich doch, stinkend faul. So, wir können mal eine Tunnelsuche zwischenzeitlich machen. Ach, das ist auch noch nicht gebaut. Ich wunderte mich gerade, warum ist hier kein Strom drauf? Habe ich da einen Unterbrecher eingebaut oder was? Nein, habe ich natürlich nicht. So. Was ist denn hier los? Das gefällt mir so nicht. So richtig gefallen gefällt es mir nicht. Wir werden hier aber einen Vierer-Möppet haben, weil ist halt so, ne? Der ist im Netz. Warte mal, den schließen wir noch vernünftig an. Oder hier fehlt noch was? Weil der hängt am selben Stromnetz, aber, ne? Das sieht einfach geiler aus. So. Die Lampen sind entweder noch in Warteschleife. Alles klar, es ist alles noch in Warteschleife hier. Ganz schön anstrengend. Wie machen wir denn die Seite der Inhaftierten? Sollen wir hier Keramikfliesen nehmen? Ja, ne? Kosten zwar ein bisschen Geld, aber... Wir haben es ja, weißt du? So, hier können allerdings normale Türen rein. Komm, hier machen wir normale Türen. Wir sind ja faktisch im Gebäude, auch wenn in meinen Gedanken das immer irgendwie aussieht, als wenn ich in einer freien Natur wäre. Als ob das ein offener Gang wäre, ist das aber Gebäude. Da muss ich mich nur dran gewöhnen. Hier kommt auch eine normale Tür rein. Und dann müssen wir die Gefängnistüren einmal bitte entriegeln. Weil sonst die Arbeiter ja nicht weiterarbeiten können. Es ist alles noch nicht gebaut worden. Hier ist noch nichts gebaut. Doch, die ist schon fertig, ne? Die machen wir auf. Die sind noch nicht abgerissen worden. Hier sind die Psychologen. Das ist noch nicht gebaut worden. Der verbraucht kaum Strom. Puh. Also das geht gerade ein bisschen an die Substanz. Aber ist super. Also mir macht es echt riesen Spaß. Ich hoffe, das kommt auch rüber. Dann müssen wir hier noch... Ach, der ist auch noch nicht fertig. Ja, jetzt ist wieder unten ein Einsatz. Hör doch auf damit. Kackbratzen. Was ist denn? Schon wieder alles vorbei, oder was? Wenigstens ist keiner gestorben. Wir haben keinen Aufstand. Wir machen ein bisschen Minus gerade. Wir sind unter 1 Million gesunken. Das ist nicht so gut. Bewährung ist wieder im Griff. Also irgendwas ist hier schon wieder passiert. Keine Ahnung. Solange keiner stirbt, ist mir das recht. Ja, Jungs, wir werden euch noch irgendwann erhören und retten. Dann können wir mal eben gucken, haben wir irgendeinen... Nö. Ich glaube, wir müssen mal langsam wieder ein paar neue Leute reinlassen, ne? Ins... Kriegen wir das so kurzfristig noch hin? Einlieferung. Weil ihr seht, da kommt natürlich noch einiges. Mal gucken, 59 normale Sicherheitsstufe. Haben wir ja wieder ein bisschen was zu tun, wa? Ist ein bisschen knapp, ich weiß. Aber dann machen wir mal, während die da hinten sich den Wolf bauen und hier ist ja alles brechend voll, machen wir mal wieder eine Einlieferung. Die hatten wir auch schon lange nicht mehr. 29.000 mal wieder gleich on top. Und dann hoffen wir, dass
Adam, Paul, Matt und Richard baldigst ankommen. Damit wir gucken können, wir könnten mal wieder ein paar Spitzel gebrauchen und so weiter. Ja, sehen wir alles noch nicht. Da ist ein Legendärer. Der ist aber relativ ruhig bis jetzt. Ich weiß nicht, was der da will, aber... Ach, der will einfach mal im neuen Gefängnis gucken. Zack, 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 zack. Die haben alle Sachen dabei. Es scheint aber... Oh, doch, einer. Zwei. Immer dieses... Also das bitte. Programmiert den Scheiß daraus. Dass man... Irgendwas anderes, weißt du? Irgendwas anderes, dass man nicht jedes Mal, wenn man da aus Versehen drüber geht, man geht automatisch schräg hier runter. Ich kann das Ding auch nicht verrücken. Es geht nicht. Und dann springt er immer wieder zu dem Häftling, der da ausgewählt wird oder über den du drüber gehst. Ne? Also wenn du hier drüber gehst, dann springt der, zack, zu Adam Bernard, der gerade auf dem Weg in die Sicherheitszentrale ist. Und dann gehst du hier drüber und dann springt er hier hin. Und dann, ne, so, und du gehst automatisch, seht ihr, wie das hier hin und her wandert? Ganz automatisch. Und das ist total nervig, weil ich ja hier vorne was zu tun habe und nicht da hinten. So, und du musst dir dran, also man muss sich wirklich angewöhnen, erst nach oben, dann hier hin. Und wir sind alles Gamer, wir wissen genau, ihr seht, ne, auch jetzt wieder, knapp über das Informationsding da drüber. Wir arbeiten nun mal mit kurzen Wegen und nicht mit über Eck und hinten rum und noch einen Kreis drehen. Das machen wir nicht. Wir versuchen immer möglichst schnell, das ist ganz automatisch drin. Insofern wäre das echt vorteilhaft, wenn sowas mal rausprogrammiert würde. Aber gut, das sind die Kleinigkeiten. Da wurde was arrangiert. Scheint so, dass nur zwei... Bei 59 sind nur zwei Schmutzbefohlene. Ich nenne die deswegen immer Schmutzbefohlen. Das ist eine Mischung aus schmutzigen Menschen und Schutzbefohlen. Weil das sind eben Spitzel. Und niemand mag Spitzel. So Petzen, weißt du? Ich hasse Petzen. Frau Lehrerin, ich weiß aber was. Der Fussel hat schon wieder... Was? Ja. Hat er natürlich nicht. Ist ja schon lange aus der Schule raus. So, wie sieht's denn aus? Ich würde es gerne mal ein bisschen schneller wieder machen. Alles klar. Kommt noch einer oder können wir unsere drei Spitzel mal denn lassen? Sieht ja so aus, als wenn alle da sind. Morgen kommt einer zum Tode verurteilt. Ich mache mal wieder zu. So. Ist gerade ein bisschen voll hier. Aber es kommt keiner mehr, ne? Nee. So, er springt wieder. So, dann klickst du das weg und er weiß nicht, dass ich hier was wegklicke. Also erreiche ich einen anderen Gefangenen und zack, klickt er auch gleich den Gefangenen an. Das sind so Sachen, die sind nicht schön. Will ich nochmal gesagt wissen. Da wird jetzt gefunden, gemacht, getan. Wir gehen mal wieder in die Vollbildansicht. So. Alter, das ist ja wie Duschen im Wachbataillon hier. Da. Also hier ist gerade ein bisschen was zu tun, ne? Hatten wir nicht schon mal Burgers? Bist du wieder da oder was? Oder ist der Namenpool schon wieder durch? Ich meine, Burgers hätten wir schon mal gehabt. So. Ihr seht, hier ist ordentlich was zu tun. Das arbeiten wir mal wieder ab. Gucken mal, was da drüben noch zu tun ist. Ich mache so ein bisschen was außerhalb der Aufnahme. Und dann sehen wir uns gerne übermorgen schon wieder. Dann sind die eingruppiert, dann haben wir den nächsten Aufstand schon mal hinter uns. Und hoffentlich wieder ein bisschen mehr Geld. Mal gucken, was ich noch ausgeben muss. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Denk bitte dran, dann auch gerne einen Daumen nach oben zu gehen. Und wenn du sagst, nee, ist alles scheiße, dann nicht nur den Daumen nach unten, sondern schreib auch gerne mal runter, was scheiße ist, damit wir uns hier verbessern können. Soll ja schließlich allen Spaß machen. Mir beim Spielen und euch beim Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns übermorgen wieder, denn da kommt eine neue Folge von Prison Architect. Oder, wenn du was anderes findest, gerne auch zwischendurch zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.